Gut, ich habe jetzt gestartet und zwar, hallo, dieser nette Herr da drüben, der gerade noch sichtbar ist, der hat diese nette Adventure Map hier gebaut, die noch nicht ganz fertig ist. Ich bin hier Beta-Tester und dem ist gleich mal auf, deshalb mache ich ihn jetzt einfach unsichtbar. So, verschwunden. Und es geht los und zwar sind hier Löcher im Boden und ich muss mir eins aussuchen. Ich guck mal bei dem hier. Ich glaube nicht. Guck mal hier. Besser aus. Also, Glückwunsch, nun entscheide, welchen Weg du wählst. Unterschiedliche Wege bringen mehr oder weniger Nützliches. Den Weg hier komme ich nicht lang, weil ich den Server hoste und der bei mir absolut leckfrei läuft und er kommt da aber lang. Der hier ist mir zu einfach, deshalb nehme ich den. Ja, kann ich mich kurz vorstellen oder darf ich Also, das auch? ja, natürlich. Ich darf auch Okay. sprechen. Ja, mein Name ist Mario und ich habe aus, weiß nicht, warum ich die Map gebaut habe, aber es hat mir immer Spaß gemacht. Ich habe ein ganz lustiges Konzept entwickelt und ja, da kann der liebe USB-PC 102 das einmal austesten. Ja, genau, das gucke ich mal an. Ich sagte, ich kenne die Map schon ein bisschen, schon ein paar Sprünge. Den Anfang hier kenne ich schon, bin trotzdem nicht gut, weil gerade habe ich einfach gefailt. Diesen Sprung mag ich eh nicht, solche Sprünge. Und jetzt bin ich schon wieder an der gleichen Stelle gefailt wie eben, super. Außerdem, wenn die Aufnahmequalität und alles ein bisschen anders ist als sonst, ich probiere mal eine andere Aufnahmemethode. Und zwar kann man mit Open Broadcast Software auch einfach aufnehmen. Und das mache ich jetzt mal einfach. Mal gucken. Vielleicht muss man dann hinterher gar nicht mehr rendern. Wäre lustig. Ich bin mal gespannt, wie du dich so schlägst und wie viele Bugs du findest. Also ich Ja, bin auch dazu da, um irgendwie so mitten im Geschehen sozusagen Bugs, die brutal, so gravierend heftig sind, zu beheben. Also. genau. Außerdem ist es irgendwie so 2 Uhr am Morgen beim Aufnehmen jetzt und ja, ist eventuell nicht hilfreich bei meinen Skills. Ja, das stimmt. Aber das macht das Video für euch vielleicht ein bisschen lustiger. Hoffe ich zumindest mal. Außerdem werde ich auch nochmal so eine Map für den lieben Elyros oder Mario, wie auch immer. Kanal findet ihr natürlich in der Beschreibung. Will ich auch noch so eine Map bauen und die darf er dann testen. Ja, sehr gerne. Ja, da ist nichts übrigens. Ah, du hast es geschafft. Sehr schön. Da sind ganz viele Schilder und eine Enderkiste und Manü. Darf ich mal ganz kurz für was entschuldigen? Ja, ich denke mal schon. Eine Sache ist in der Welt nicht so perfekt, sag ich jetzt mal, gelaufen. Das ist meine Rechtschreibung. Weil ich habe diese Map, sag ich mal, also das Schreiben, naja, nicht wirklich kontrolliert. Also nicht wirklich viel. Ich habe da nicht wirklich klein dran gesessen. In der Schrift. Ja, Und das ist, wie gesagt, ist 2 Uhr morgens. ja, genau, es ist eine Beta und 2 Uhr morgens. Und da kann man es einigermaßen entschuldigen. Einigermaßen. Die Lava sind wir auch durch. Obsidian und Fire Resistance Trank. Fällt gerade schon der erste Bug auf, dir wird den auch gleich auffallen, aber den Zuschauern wahrscheinlich nicht. So, einmal in die Kiste gucken. Eisen, Gold und Bohrung. Man geht doch nicht, der Bug habe ich doch schon behoben, hab ich nur wieder vergessen. So, das sind Schilder. Aber erstmal das Buch gut gemacht, aber das Ar noch leicht. Nimm dir deinen wohlverdienten Reward. Geschafft, Spielregeln, Buch mitnehmen und behalten. Wand bitte aufmerksam durchlesen. Viel Spaß bei der Map. Hier muss man ein bisschen lachen, wenn er so vorliest wie eine Rechtschreibfehler. Ich lese das so vor, wie es da steht. Spielregeln und Einführung. Nach diesem Raum geht es richtig los. Du hast die Möglichkeit, jeden der vielen Level in deiner gewünschten Schwierigkeit zu spielen. Umso schwerer, umso mehr Belohnung. Am Ende wird deine Leistung in Form einer Schulnote wiedergegeben. Eins ist das Beste, sechs das, naja, Punkt, Punkt, Punkt. Schlechteste. Es ist nicht möglich, eine 1 zu erreichen, wenn du immer leichte Schwierigkeiten nimmst.
Außerdem sind in jedem Level Bonusbelohnung N meistens in Kisten versteckt drin. Das ist wegen Schildern, das ist schrecklich. Sie bringen dir viel und es ist echt schwer, ohne sie eine 1 zu bekommen am Ende. Es gibt drei verschiedene Schwierigkeiten, einfach, mittel und schwer. Es gibt nicht die gleiche Belohnung in verschiedenen Leveln für eine bestimmte Schwierigkeit. Daher in Level 1 bringt Schwierigkeit einfach ein Diamant und in Level 2 bringt einfach zwei Diamanten. Es wäre sinnvoll, bereitgestellte Checkpointe zu öffnen und zu benutzen. Doppel-D. Achtung, Map könnte ab und an auf die Nerven gehen, trotzdem viel Spaß und eine gute Schulnote. PS, sorry für Rechtschreibung, schreibe schnell und hab, und der Rest könnt ihr selbst lesen. Also, wenn du jetzt Ja. ein vollgelachtes Let's Play haben willst, ist das deine Schuld, ne? Das, ja, ich Irgendwo der lese. unsichtbare Fortschritt, der dich hier im Geheim verfolgt. Ich sehe gerade deine Fußpartikel. Nicht gut. Regeln auf der anderen Seite, ja. Ja. Gut. Ja, das war schon mal Das ganz sollte jetzt nicht nett. aufhalten, Willkommen zu Level 1. Dies ist sowas wie ein Einführungslevel. Das heißt, einmal noch ein bisschen zu lesen und dann komplett durchhoppen und denken. Folgende Punkte musst du wissen. Das ist eine Endertruhe. Smiley. Wenn du sie siehst, benutze sie und leg all deine Belohnungen hinein, denn wenn du stirbst, verlierst du alles. Doppelpunkt O. Zweitens, die verschiedenen Schwierigkeiten. Vor jedem Level kannst du eine Schwierigkeit auswählen. Der Start und das Ende sind meist verschieden. Folge auch deiner Schwierigkeit auf dem Boden. Du bekommst für schwer immer deutlich mehr Belohnung als für einfach, aber das sollte klar sein. Grün ist einfach, mittel ist weiß, schwer ist rot. Hier nochmal so zum Zeigen, nur Checkpoints deiner Schwierigkeit nehmen. So sehen Checkpoints aus oder so ähnlich. Genau zu sein sehen die so aus. Das grüne Ding, da ist ein Checkpoint. Da. Und ja, das finde ich ein ganz nettes System. Man sieht hier auch schon da unten einmal grün. Da weiß und da oben rot. Man sieht, dass das immer weiter oben länger wird, aber eigentlich ansonsten die gleiche Challenge ist soweit. Und drittens das Punktesystem. Sammle so viele Belohnungen wie möglich und sichere sie in Enderkisten. Nur die Belohnung, die du am Ende hast, zählt. Verschiedenen Belohnungen zählen unterschiedlich viele Punkte. Siehe links für die genauen Punkte pro Belohnung. Zähle am Ende alle Punkte zusammen und schaue, welcher Schulnote 1 bis 6 das entspricht. Cool, es gibt einen Punkt, Eisen 2 Punkte, Gold 3 Punkte, Glowstone Dusk 4 Punkte, Redstone 5 Punkte, Emerald 7 Punkte und Diamant 10 Punkte. Nochmal das Punktesystem, ja, also das Punktesystem. Ja. Und wichtig, Buch mitnehmen und in Enderkiste legen. Im Buch sind die einzelnen Punkte pro Kohle und so weiter nochmal für immer aufgeschrieben. So, ja, dann gehe ich mal zurück, pack das eben mal in die Kiste rein. Enderkiste. Ist eventuell sinnvoller. Ja, weiß ich nicht. Kann auch mal nachgucken gehen, zurückfliegen. Also ich muss dazu sagen, es ist natürlich noch eine komplette, naja, Beta, weiß ich gar nicht, ist das nicht nur eine Alpha eigentlich? Ja, eigentlich schon. Also das ist komplett Alpha, es sind komplett viele Fehler drin. Und sobald die Die mal Kiste komplett ist fertig übrigens ist, leer, ne? ja, das soll so sein. Das soll nur darstellen, dass Kisten Da vorne da ging drin Level manchmal 1, Belohnungen ja. sind, aber. Ja, und so. Gut, gehen wir zu Level 1. Oh, So, jetzt Gold geht's richtig 16. los. Was hier auch wichtig ist, ist, dass man sich nicht ins Schild stellt, wenn ich so mache, das Ballpunkt gesetzt wird, dann sagt er nachher, mein Bett ist blockiert, deshalb stelle ich mich hier auf den Block. Dann passt das auch. Level 1, erste Sprünge, mein erstes Challenge an dich. Hoffe, sie gefällt dir. Erbaut am 7.10.2013. So. Hier sieht man da schon den Reward und ich gehe natürlich auf das Ganze. Wie sich's für einen echten Pro gehört. Ja. Der muss jetzt noch ein bisschen nach oben. Hey. Also ich hoffe, ihr habt mein Konzept verstanden. Mir gefällt es. Ich habe deinen Lieblingssprung wieder so toll geschafft.
mir ist direkt schon was eingefallen, was ich anders gemacht hätte. Und zwar hätte ich das so gemacht, mein Spawnpoint direkt hier oben gesetzt wird und ich nach hier oben geportet werde gleichzeitig. Okay, ja. Aber ich denke, das wirst du überleben, naja, im wahrsten Sinne des Hey, ich hab's Wortes nicht. überlebt. Wie? Ja, das geht gar nicht. Hast du irgendeinen Trank? Nein, ich habe keinen Trank benutzt. Es Hä? Man geht. kann. Das geht nicht. Jetzt habe ich dir ein Rätsel aufgegeben, oder? Hä? Es geht einfach nicht. Doch, man kann den Sprung von oben nach unten überleben. Hä, wie das denn? Ja, Rätsel. Naja, du musst es mir jetzt nicht zeigen. Nö, weil die Zuschauer haben es gesehen gerade. Wie? Darf man deinem Let's Plays was trinken? Ja, darfst du. Bitte mach das jetzt. Wieso, wieso Das sollst ist du denn, heimlich gemacht. wieso sollst du nichts trinken dürfen? Portal, da. Okay, unten. Nein, wir spawnen in der Wand. Ja, ich habe eine Kiste gefunden. Ein Eisen. Da oben ist auch eine Kiste, da gehe ich nachher auch. Beim weißen Turm ist eine schicke Kiste. So, Checkpoint Ja, 1. weiß. Ja, das meint. Habe Ich ich gerade kann. gesehen. Und von hier oben kann es auch sehen. So. Also für das ging da weiter. Ja. Also, wie gesagt, das ist mal Level 1 und deswegen schafft ihr das hier gerade ohne Probleme, was mir gerade Sorgen bereitet. Eine Kiste mit da ran, da komme ich ran. Hier die Seite raus. Jawohl. Ich dachte schon, du hast den letzten Checkpoint gehabt, dann hättest du noch ein einziges kleines Stückchen machen müssen. Moment, ich muss ja gar nicht hier oben hin. Moment, ich bin nochmal. Mir ist gerade nochmal was aufgefallen. Man muss da so sich so rauswurschteln und kommt eigentlich nicht direkt zum Checkpoint hin hier. Zum roten. Wollte ich nur mal so sagen. So, warte. Normalerweise sollte hier so eine Tür noch offen sein, weißt du? Ja, ich komme da raus, also du kennst mich ja. Jetzt habe ich die Belohnung aus der Kiste verloren. Ups. Jetzt falle ich runter. Aber ich finde es gut, ich dachte, das geht, ist viel zu einfach. Ja, geht. Oh Gott, ich bin ja schon wieder so doof und Ja, gehe das hier ist ja rein. das Level 1. Und vor allem vom letzten Checkpoint zum Ziel ist es nicht ganz einfach. Mal gucken, ob ich das. Nee, wenn ich bin auch zu doof gewesen, das zu überleben. Achso, jetzt hast du da hinten aufgemacht. Ja, also ich den letzten Sprung vor Checkpoint 2, den finde ich gerade ein bisschen schwieriger. Ist irgendwie komisch, so beobachtet zu werden, ohne dass man den anderen sieht. Also ich finde es ja irgendwie ganz interessant. Aber ich weiß ja gar nicht, wo du bist, das ist lustig, irgendwie komisch. Ein Watching you. Ja, und du darfst nicht eingreifen. Ich könnte dich also runterschlagen, aber das darf ich nicht. Wenn du das machst, dann gucke ich mal eben nach, wie ich das beheben kann. Das war ganz schön eng dran, ne? Ich Hättest du weiß. jetzt durch diesen Bug den Reward von 2 geholt, ne? Ich glaube. Ich baue hier mal über ein Dach drüber. Genau für sowas ist das live da. Da kann ich nämlich schon mal erste Bugs beheben. Ich weiß noch nicht welchen Bug, aber nochmal. Mach mal deinen Bug beheben. Na, ist schon. Achso, ja. Ich bin ganz schlotter, ne? Was hast du denn gemacht? Du hättest, glaube ich, den Reward von 2 holen können auf dem Weg, wo du stirbst. Aber dann quasi stirbst du und
Reward ist weg, also ist komplett unnötig, aber. Nee, also man kann ja jeden Sprung theoretisch überleben, indem man kurz vorm Aufkommen vom Server geht und dann wieder rauf geht. Das kenne ich schon. Ja. Habe ich dir irgendwann Okay, schon, du irgendwann hast anders recht. schon mal gezeigt auch. Ich bin viel zu früh abgesprungen. Oh, ich kann mir den Revo trotzdem holen, weil da ja ein Gleiter dran ist. Nächstes Mal trenne ich eine Glaswand zwischen dem Jobstrand. Nee, das geht ja nicht. Finde, das sieht ganz interessant aus, so alles zusammengesehen. Ja, irgendwie schon. Auch ein interessantes Konzept, so mit dreimal dem gleichen Level. Mir wäre das irgendwie zu nervig. Zum Beispiel, wenn jetzt Kevin hier noch 30 Minuten dran sitzt und es nicht schafft, dann kann er jetzt nämlich einfach runtergehen und das Normale machen. Oder das Einfache und dann hat er es schneller geschafft und kriegt auch weniger Reward. So ist die Theorie. Und jetzt ist er beim letzten Checkpoint. Das heißt, wenn du das jetzt gut schaffst, hast du es gleich geschafft. Und die sollst du jetzt noch gar nicht finden. Ach ja. Jetzt kacka, 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 kacka. So, was hast du denn dagegen? Ups, übergesprungen. Das wird nicht ganz einfach. Mal gucken. Ich kann ja auch gerade nicht nachgucken, wie lang die Aufnahme ist, aber das werde ich hinterher dann mal machen. Erst wenn Level 2 wird schlimmer. Es ist zwar noch nicht gebaut, aber Level 2 wird schlimmer. Ja, mal gucken. Werde ich ja dann sehen, wenn es gebaut ist. Und morgen, ne? Morgen erst, noch so spät. Oh, Oder schrecklich. heute. Ja, oder heute Nacht noch, ist ganz früh, oder heute. Normal Tag, ist Weiß ich normal, nicht. morgen spät. Morgen ist später. Irgendwie so wird es schon morgen. Heute Und Nacht wird du später. bist ja immer so verwirrt mit den Zeitangaben, wenn wir so spät spielen, schrägst nicht so früh. Ja. Oh Gott. Okay, Ecksprünge, er liebt schon Ecksprünge. Nö, nee, die habe ich eigentlich nichts. Der war noch einfach, der war schon schwerer. Boah. Ich habe mir gerade halb meinen Fingernagel nicht abgebrochen, obwohl der nur ein paar Millimeter lang ist. So, der ist noch einfach, der Eingesprung jetzt. Und danach, der Eingesprung wird schwerer. Ich weiß gar nicht, ob der möglich ist. Doch, der ist möglich. Ups, Okay, doch. scheiße. Hey, perfekter Sprung. Ach ja, ich hoffe mal, dass du es nicht schaffst, dass ich dich schon mal zur Verzweiflung gebracht habe. Es ist übrigens alles möglich. Ja, Das wollte ich dich. das glaube ich soweit auch schon. Noch irgendwo da lang muss ich. Da. Es gibt wenige Sprünge, von denen ich behaupte, dass sie unmöglich sind. Die sind dann meist noch wirklich unmöglich. Ein Fünfer-Sprung wäre drin. Unter bestimmten Bedingungen ist der auch möglich. Ja, aber wenn in der Luft einfach nur zwei. Also, so ein Fünfer-Sprung ist ohne irgendwelche Hilfsmittel. Ist, wenn du da Eis hast und Decke und so, das wäre möglich. Ja, okay. Das war der erste schwere Relax. Sechs-Sprung. So, da kommen jetzt noch eins, zwei, Gut. drei. Vier, fünf Stück. Aua, Scheiße. Ich hatte den schon geschafft und dann bin ich noch runtergefallen. Yay. Nochmal geschafft und wieder runtergefallen. Genial. Oh, Scheiße. Ich bin sicher, du freust dich über diesen schönen letzten Abschnitt. Der ist ja nicht groß. Ja, das macht schon Spaß. Auch wenn ich nicht so besonders gut bin gerade. Was mich sehr freut. Also wie gesagt, wenn die Map dann irgendwann mal fertig ist, ich weiß nicht wann, aber dann werde ich sie auf jeden Fall. Ich könnte sie auch jetzt eigentlich schon, also jetzt sofort noch nicht, aber die nächsten Tage Ja, vielleicht. also ich kann sie ja so machen, dass die automatisch sozusagen Beta-Builds bereitstellt. Das heißt, ihr Kann ich immer findet. die Version updaten, immer wenn was Neues rauskommt. Das heißt, ihr findet dann in der Beschreibung einen Link. Zu, ich weiß nicht, was für eine Seite, auf jeden Fall irgendeine Seite, wo die ganzen Versionen aufgelistet sind und ihr dann da die einzelnen Download-Links haben könnt. Das finde ich sehr schön. Vielleicht auch nur die aktuellste Version, muss ich noch gucken. Speicherplatz technisch und so. Theoretisch ist das kein Problem. Das lässt sich sehr einfach einrichten.
Hey. Ach, ich bin gerade super. Ich merke das schon. Ja. Ist doch toll. Ich werde dann wahrscheinlich morgen, ja, vielleicht auch später heute, eins von beiden, anfangen, auch noch eine entsprechende Adventure Map zu bauen und mal gucken. Die spielst du dann auch, sobald ich sage, dass du spielen kannst. Jawohl, ich bin aber echt mal gespannt, wie lange du brauchst. Hey. Also das muss, die Zeit hier muss man irgendwie so durch drei teilen und dann hat man meine normale Zeit, die ich eigentlich dafür brauchen würde, aber Ich sehe schon, wie gut du gerade bist, das gefällt mir. ja. Gucken, ob ich es vor dir schaffe, unsichtbar. Ja, aber schon, aber ich schaffe. Ich hab's geschafft. Hat zwar niemand gesehen, aber ich hab's geschafft. Das habe ich mir auch vorhin auch gefällt. Ist auch voll glaubwürdig, wenn du das sagst. Irgendwann heute werde ich es auch noch schaffen. Aber aufgeben werde ich nicht. Oh, Command-Blöcke ändern, Du kannst ne? aber auch den normalen nehmen. Command-Blöcke ändern, ne? Da wäre ich jetzt schon da. Dann wärst du jetzt schon da. Du hättest jetzt den Revert und könntest eigentlich mit Level 2 weitermachen, die noch gar nicht fertig ist. Okay, na gut. Das ist ein Argument. Ich könnte mich auch einfach hier so fallen lassen. Shift. Scheiße, das war fast. Moment, wir haben es Nee, gleich. mach es nicht. Das ist scheiße. Also nochmal, Moment. Ich kann mich hier so fallen lassen. War genau hier. Das war daneben. Scheiße. Moment, Du wirst auch nicht nochmal. mehr reinkommen. Doch, doch, warte, ich zeig's dir mal, was ich mache. Hast du was geändert da dran? Tja, ich habe alles zugebaut. Ja, okay, jetzt hast du wirklich alles zugebaut. Jetzt kommt man nicht mal mehr, wenn man es richtig machen will, da dran. Kommt man ja nicht mehr an den Reward dran, wenn man es richtig machen will. Ey, guck mal im Chat. Das war noch schön. Ich sehe, du hast alles unter Kontrolle. Ich Ja. zähle mal irgendwie, wie viele Sprünge das sind. Mach das mal. Eins. Gut, dass jemand sieht, dass ich gefailt bin. Das ist ein Wunder. Was Gott daran verfehlst. Oh nee, ist kein Wunder, es ist einfach Uhrzeit. Es ist 14:33 Uhr, was hast du dagegen? Okay, es ist 2:33 Uhr. Ja. Ja, je nachdem, wo du auf der Welt bist, ist natürlich eine andere Zeit, aber. Mich ist es 2:33 Uhr am Morgen. Und dementsprechend bin ich da irgendwie. Mein Reflex eventuell nicht mehr so super wie sonst immer. Goldblock. Ich will ein bisschen Stimmung reinbringen. Ja, wie Stimmung, was.
Fehlt etwas Stimmung hier? Nein, überhaupt nicht. Ich amüsiere mich richtig. Ich amüsiere mich prächtig und ich wette, deine Zuschauer auch. Ja. Also wie gesagt, ihr könnt euch dann, ich weiß nicht, ob ihr es unter dem Video schon sein wollt, aber den nächsten Tag könnt ihr euch die Map dann auch mal runterladen und mal gucken, wie gut ihr seid. Hier wird ein Download-Link drunter sein. Oder ein Link zu einer Seite mit Download-Links, Wird dann eventuell. einfach versucht oder euch ja normal versucht oder ob ihr euch direkt einen schweren traut. Wo dann alles oder einfach alles drei nacheinander ohne einmal zu failen. Oder so. Ich glaube, ich versuche es jetzt noch bis maximal spätestens 3 Uhr. Das ist zu lange, brauchst du? Um 3 Uhr gehst du dann nach normal, oder was? Nö, um 3 Uhr sage ich dann Videos zu Ende. Dann sage ich so, nee, jetzt reicht's mir. Ja, dann musst du musst da kommen, du musst in der Aufnahme doch. Dann kannst du einem leicht machen, oder nicht? Dann habe ich gewonnen. Meine Finger spielen nicht mehr mit. Alles. Es ist immer doof, wenn die Finger auf einmal nicht mehr das machen, was du ihnen sagst, oder? Echt ein Traum. Das würdest du auch mögen. Ich lasse dann die Map, die ich baue, auch so um zu dieser Uhrzeit spielen. Hallo, schwebende Holzaxt. Schrägstrich, World oder Zauberstab. Wieso hast du eine World Edit Axt in der Hand? Das macht mir Angst. Das ist Ich auch mal zu meiner Map sagen kann, ich werde die in den Snapshots von 1.7 bauen, weil Command Blocks da extrem viele gute Neuerungen bekommen haben. Und ich dann ganz viel Mist mit Command Blocks und Mario machen werde. ja, ich freue mich. Ja, kannst du auch. Das funktioniert wunderbar hier. Ich merke das schon. Was hast du jetzt kaputt gemacht? Also wirklich. Nochmal hin. Muss über dein Handy. Für die Neue kriege ich auch bald was von daher. Ja, okay. Sollen wir ein LPT daraus machen und ich mache mich sichtbar und dann versuchen wir Du aus. kannst dich gar nicht sichtbar machen, du weißt nicht, wie es geht. Na doch, Moment, du weißt, wie es so halb. Weißt du, wie jemand sich vernünftig sichtbar macht, ohne so einen doofen Milcheimer zu Warte, trinken? ich kann es versuchen. Also. Ja, sieht richtig aus, was du gemacht hast, glaube ich, fast. Ich sehe dich. Das ist sehr schön. Warte, jetzt mache ich mich noch kurz an. Musst aber auch von Anfang an machen hier, ne? Bist du ernst? Ja. Das ist meine Meinung. Nee, muss ich nicht. So, ab hier mache ich den jetzt mit, sobald du hier gleich spawnst. Ich mache mal gleich mal was jetzt hier nicht zur Map gehört, aber ich mache einfach mal hier oben auf dem Glas, mache ich einfach mal Spawn Point. So, da muss ich hier nicht mehr Muss hochladen. jetzt. Ich habe mir oben den Spawn Point gesetzt, nicht da unten. Beschwer dich nicht. Opinion. Okay, ich höre lieber auf. Nee, du machst schön mit hier. Jetzt hast du angefangen, jetzt musst du auch zu Ende bringen. Nee. Das auch gerne oben spawnen kannst, damit es nicht immer unten spawnt, das ist nervig. Nach einer Zeit regt dich das auf. Blöd. Nee, ich möchte nicht rumragen von meinen eigenen Werten. Nee, das geht so nicht. Nee, das war ein kleiner Versuch, aber ich hab's lieber gleich.
Vielleicht später nochmal. Ja. Nur weil du jetzt um diese Uhrzeit auch nicht mehr so gut sein kannst und weil du beweisen wolltest, dass du besser nicht bist. Mehr unsichtbar. Welche Nummer ist das? Okay, Katze. Ich hatte den Befehl noch im Speicher. Eben für eine Stunde wieder unsichtbar gemacht. Muss ich dich wenigstens für eine Stunde mal wieder nicht ertragen. Drücken, ne? Ich fliege jetzt mal ganz nach oben. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, dass ich mir den Spawnpoint hier oben gesetzt habe, oder? Und mal eine Holzachs fühle ich mich irgendwie so unsichtbar. Du schwebst hier irgendwo rum und beobachtest mich, das ist schrecklich. Ich hab dich jetzt gerade so theoretisch im Flug geschlagen. Hast du das gesehen, dass ich von ganz da oben runter kam? Und siehst du das hier? Was? Ja, habe ich gesehen. Ah, okay. Nein. Ja, Axt, ey. Ach, ist das schön. Ja, hat Spaß gemacht, einfach Survival zu sein. Ja, klar. Achso. Ich will losfliegen und dann gegen das Baby lassen. Ah, ist das schön. Oh, ich hab's bis hierhin geschafft. Okay. Nein. Ach, das war Spaß. Ja. Was ist dagegen? Du bist gerade wieder vor mir lang gesprungen einmal. Ich habe deine Partikel auf den Steinen gesehen, dementsprechend. Einfach mal so gemacht. Jetzt bin ich auf Survival, jetzt bin ich hier. Ja. Kein Schein. Sag's! Ich hab's bis an die Leiter geschafft. Wenn ich was weiter hier ist, aber ich kann diese Ecksprünge nicht. Das ist doch schön. Ich kann diese Ecksprünge, ne? Kannst du mich jetzt bitte Game Mode 1 lassen? Ja, ich setze gleich einen Command-Block auf den Boden, der dich die ganze Zeit dauerhaft Game Mode 0 macht. Macht kein Problem. Nein. Ich will dir nicht Angst machen oder so, oder keinen Druck machen, ne, aber... Was, soll ich mir keinen Druck machen? Du hast gerade irgendwie die Hälfte der Map vor mir. Ich hab nur die Mauer entfernt, damit du kein Bucky gesehen hast. Und wo muss ich denn... muss da eigentlich ins... Oh, mein Lieblings sogar, was nicht ins Wasser springt. Also mein Leben regenerieren. Ja, geradeaus, ne? Hm? Geradeaus musst du. Hey! Okay, jetzt. Muss ich die Mauer wieder hinmachen und das ganze Backkäse machen. Vielleicht muss ich mir schon was überlegen. Ups. Ich hatte gerade die Wand, die da plötzlich halb aufgetaucht ist, weil sie halb noch nicht da war, verwirrt. Eindeutig. Also du warst schon relativ weit, du warst 1, 2, 4, 5 Sprünge vom Ziel. Ja, ich weiß. Das ist doch nichts Tolles. Ich hab's noch nicht geschafft. Ich habe schon gedacht, die Map wäre zu einfach. Das Level. Das Ding ist aber nicht so. Also ich finde, easy war. Komplett einfach, normal war auch noch einfach und jetzt schwer, schon ein bisschen komplizierter. Ne? Schwer ist hier am Ende, ja, das ist schon deutlich komplizierter. Und ah! So. Vor allem die Ecksprünge kriege ich heute Abend nicht mehr hin, weil dafür muss man so viele Finger auf einmal benutzen und das macht mein Kopf den manchmal nicht mehr mit. Man nimmt halt einen Finger einfach mal nicht mehr mit. Glaube ich zumindest, dass das der Problem ist. Aber wer weiß. Mm-hmm.
Oh, mir fällt auch, ich muss mehr. Hey. Oh, ich War weiß nicht. unnötig, hätte ich eigentlich lassen können. Der Sprung ist nervig, das ist wieder so ein Vierersprung und den kriege ich jetzt heute Abend auch wieder. Stimmt, die mag sie so. Ich Ja, habe eigentlich aber ich nichts habe auch gegen die, erst. nur jetzt so mitten in der Nacht Ich sind schaffe die den auch irgendwie. erst zu und dann beim zweiten nicht mehr. Das ist ja egal. Der erste erzähle ich ja. Das ist bei mir so mitten in der Nacht, kriege ich das nicht mehr so gut hin, weil da muss man ja recht spät vom Block abspringen und das. Das ist es. Entweder reagiere ich zu früh heute mitten in der Nacht hier oder zu spät. Also ich will, entweder springe ich ab, bevor der Block zu Ende ist, komplett, oder ich springe ab, nachdem der Block zu Ende ist, dann springe ich gar nicht mehr ab. Was passiert mir heute Nacht hier? Boah. Wie gesagt, meine Finger machen nicht mehr das, was ich ihnen sage. Also, es ist schon. Ich glaube, wenn wir es am Tag gespielt hätten, wäre es schon durch. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also, ich freue mich ja schon auf deine Aktion mit dem Zaunsprung. Das könnte ganz interessant werden. Eigentlich gehen die ja. Eigentlich gehen die ja voll. Ja. Man testet, wie Und ich auf den ersten damit. kommt man am besten rauf, glaube ich, ohne sprintenden Sprung, wenn ich mich nicht irre. Und du dich, ja. Bin mir nicht ganz sicher. Entschuldigung, das war ich. Ist das jetzt wieder heruntergeschmissen? Nee, ich habe nur eine Dose geknickt. Du hast eine Dose mit, ja? Eine Dose Monster. Entschuldigung, eine Dose Energy Drink. Die Das wollte ich ist, unbedingt auf jetzt YouTube nehmen. darf man Schleichwerbung machen, das darf man nur im Fernsehen nicht, wenn ich mich nicht irre. Achso, nee, es gibt natürlich auch andere Energy Drinks, wie zum Beispiel Rockstar oder Energy oder Red Bull. Ah, Monster Aber, sagt nee, aber mir. soweit ich weiß, darf man, glaube ich, auf YouTube darf man auch, selbst wenn man gepartnert ist, locker Werbung für irgendwelche Sachen machen. Also auch so im Hintergrund platzieren oder so. Das darfst du nur im Fernsehen nicht. Und da das ja keine Fernsehsendung ist, darfst du auch ruhig sagen, was für ein Energy Drinks du trinkst. Ist hier keine Fernsehsendung, bin ich hier falsch? Ja, du bist hier falsch. Ich hab dir versprochen, dass der Fernsehsendung. Tut mir leid. Ich bin der Mann vom Fernsehen. Das Spuckt dir mal hier so eine Axt rum. schaffst du nicht. Du schaffst das nicht. Jax. Wie waghalsig du da denn aus? So lang springst, ne? Okay, konzentrier dich. Nicht, ich bin. Yay. Ach, schön. Das ist echt super. Wie du versuchst, da auf die anderen Blöcke raufzukommen und ein paar Gearsing zu machen. Echt gut. Ah, ich muss ja gar nicht die Mauer wieder machen, aber doch. Wo bist du? Bei den Leitern. Die mittlerweile fast jedes Mal schaffe und das, wenn ich das, weil ich das gesagt habe, falle ich jetzt runter, sage ich doch. Also auf 1 vor 7 könnte ich ja quasi auch einstellen, dass die Mauer nur da ist, wenn man unten ist, ne? Ja, theoretisch könntest du das. Bräuchte ich dafür denn so viel Kommandoblöcke, wie viele Blöcke das sind? Ja. Ach du Scheiße. Plus noch ein paar mehr. Okay. Wieso? Muss ich denn jeden einzelnen benennen? Ja, du musst jeden theoretisch einzeln einstellen, aber das kann man auch geschickter machen mit MC-Edit-Filtern und so, aber das kannst du ja alles nicht. Aber, Dann sag mal einen Kommentar zu diesem Level. Also. Ich meine, gerade mitten in meiner Live-Sendung habe ich mir gerade überlegt, was hältst du davon, wenn du am Ende der Challenge ein Buch bekommst und dann in die Reroll-Kiste dieses Buch reinlegen kannst vom Beta-Tester, wie er diese Challenge schreiben kann. Ja, nee, da muss ich aber schreiben. Oder am Anfang ist noch besser, wenn wir das am Anfang reinpacken. Ah, Gesundheit. danke. Das ist ja, weiß ich nicht, mag ich nicht die Idee. Muss ich was schreiben? Ja, komm. Du kannst ja schon am PC tippen, musst ja nicht im Real Life schreiben. Ja, okay, das stimmt, immerhin. Aber nicht mehr heute Nacht. Bist du gerade schon wieder runtergeflupst? Ja, bin ich. Was ist los, Mann? Oh. Wie gesagt, meine Finger machen nicht mehr das, was ich ihnen sage.
Die halten einfach die Leertaste gedrückt, obwohl sie es schlicht nicht mehr sollten. Solche Sachen macht mein Kopf heute Nacht hier. Sieht echt sehr interessant aus, was du hier so fabrizierst. Ich weiß nicht, ich glaube aber, es ist besser als was du hingelegt hättest. Ich glaube, es ist besser als was du hingelegt hättest zu dieser Zeit. Jetzt war es eine Herausforderung, dass ich wieder mitmache. Das wolltest du von Anfang an nur. Ja, natürlich. Bin ich jetzt wieder sichtbar? Ja, habe ich gerade gemacht. Naja, du bist besser als ich, eindeutig. Ja, warte, ich werde grün. Oh, wie kann ich meinen Spawnpoint da hinten setzen? Einfach da oben hingehen und dann da slash Spawnpoint eingeben. Mehr ist das nicht. Ist nicht viel Zauberei hinter. Also. Ich werde das locker vor dir schaffen. Das finde ich heraus. Zeig, dass du es gut schaffst. Ja, danke. Und dass ich diese Eckensprünge so gut kann. Ich kenne meinen Leid. Ich kenne die vom Aussehen auch. Ich bin zwar noch nicht alle Sprünge gesprungen, aber. Und ich springe zum ersten Mal hier oben. Ja, du hast aber auch alles davor bis jetzt noch nicht gemacht. Zwei Herzen habe ich noch. Ich weiß, das überlebt man auch, wenn man nicht das Wasser trifft. Ist schrecklich. Ist nicht schlimm. Oh, fuck. Nein. Nein, bist du runtergefallen? Nein. Welcher Sprung der nach dem Wasser? Ja, wo ich auch immer dran gefailt bin, wenn ich hier bei die Leitern hochgekommen bin. Wenn ich jetzt vorne die Leitern schaffe, dann auch scheiße. Ja. So wie das. Viel Spaß, vor mir die Leiter zu schaffen. Das ist nicht einfach, das ist machbar, glaube ich. Nee, weiß ich nicht. Vielleicht ist es machbar. Nee, ist nicht machbar. Ich habe das Wasser noch nie getroffen, ernsthaft. Willst du wieder Bug-Using machen? Ja. Das wird nichts, Kevin. Ich will nicht Bug-Using machen, ich bringe einfach nichts zu spät ab. Ich weiß nicht, man hört vielleicht im Let's Play meine Taste klicken, vielleicht auch nicht. Aber eigentlich versuche ich abzuspringen. Oh, ich muss jetzt wieder die Mauer bauen. Und dann kann ich mich doch verlassen, dass du keinen Bug-Using machst. Was? Ich mach mal kein Bug-Using heute. Oh, fuck. Ich will kein Map-Design-Fail ausnutzen. Ich sag keinen Bug. Kein Map, nicht das Map-Design ausnutzen. Mein Weg, so wie ich denke, dass der richtig ist. Ach, hey, jetzt bist du mir im Weg. Machst du toll. Das ist nicht so vorteilhaft, was wir hier machen. Mal sehen, wer zuerst. Fällt? Fällt oder hoch? Was wolltest du sagen? Oh, mal sehen, wer zuerst oben ist. Mal gucken. Bist du schon oben? Nein, ich bin eine Etage weiter runtergefallen einmal. Ich bin jetzt nur eine Leiter vor dir. Nein! Es sind ein paar mehr Leiter vor dir. Ich bin mir auch in die Etage runtergefallen. Ja, das geht auch, ne? Und wenn ich nicht alles nochmal mache. Moin! Wenn ich jetzt vor dir oben bin, dann bin ich runtergefallen. Ich bin jetzt auch gerade nochmal wieder runter. Ach du Scheiße. Nein, nein. Oh, ich wäre eigentlich nur eine runtergefallen, aber ich dussel, ey. Du bist gleich zwei runtergefallen? Oh. Und die zweite, die war dann der Boden. So? Ja, natürlich. Hab das Wasser mal getroffen. Nein. Okay, ich gucke dich an. Schade, schade. Da bin ich auch eben gefailt. Ja, diesen Sprung, den habe ich bis jetzt noch nie geschafft. Das war jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass ich abgesprungen bin. Du bist jetzt der einzige Sprung, der irgendwie noch Sorgen bereitet, ne? Oh, scheiße. Das ist einfach, weil das ein Vierersprung ist und ich keinen Anlauf habe von einem anderen Sprung, weil dann finde ich jetzt irgendwie die Vierersprünge einfacher, obwohl das.
soweit ich weiß, mit Minecraft, wie der Programmierung vom Laufen eigentlich gar keinen Sinn ergibt, aber wahrscheinlich psychisch für Menschen. Aber naja. Psychischer Mensch. Ja, es ist so. Ich und viele andere Menschen, Leute, finden es einfacher, einen Vierersprung zu machen, wenn sie vorher mehrere Blöcke Anlauf haben. Oder beziehungsweise in eins sozusagen durchspringen können oder sowas. Kann alle springen und eins durchspringen. Ist dir das auch gefallen? Was? Ja, die meisten. Ich mag so kleine Sprünge, wo man nur eine oder zwei Lücken hat, nicht so gerne eins durchspringen, weil man dann Dann weiß Gefahr ich schon für läuft. den nächsten Level. Dann weiß ich Bescheid für den nächsten Level. Was willst du da machen? Verwirrt. Wollte mich da gerade noch schlagen? Nein, ich schlag einfach nur um mich. Wenn ich falle, mache ich immer Adventure Map Angewohnheit. Es ist Langeweile, wenn man fällt. Man kann da nichts machen. Oh, ich dachte, da wäre eine Leiter. So, noch 5 Minuten, ne? Dann mache ich, gebe ich für heute Nacht auf. Was? Ja, aber ich weiß nicht, also willst du da einfach hier mal schwer weitermachen? Dann kannst du das eigentlich für immer versuchen, bis du es schaffst. Das ist ja nicht das Ende, wenn man es in längerer Zeit nicht schafft, sollte man eine einfache Schwierigkeit nehmen. Oder ausschlafen und dann nochmal versuchen. Was meine Variante ist. Ich kann auch gern, wenn es dich beruhigt, dann heute erstmal Mittel noch fertig machen, also Medium. Normal, was immer, wie auch immer du das nochmal genannt hast. Ja, aber dann, ja, okay. Aber ich werde trotzdem nochmal später heute, vielleicht auch morgen, eine Aufnahme machen und das Hard hier nochmal fertig machen. Jo. Wenn ich ausgeschlafen bin. Weil ich glaube, der Müdigkeit, die hat ja wissenschaftlich bewiesen einen gleichen Effekt wie Alkohol. Und betrunken Minecraft zu spielen, ich glaube, das kriegst du auch nicht so gut hin. So toll findest du es. Also ich werde, also meine Map wird ein bisschen normaler aufgebaut werden übrigens. Ich werde mit einzelnen Challenges machen und den einzelnen Challenges Schwierigkeiten zuweisen und so weiter. Und Ich will immer was anderes machen, weil das kennt man ja schon aus der Forst. ja, ich finde auch, das ist trotzdem eine gute Variante. Halt. Ja, es ist auch, aber das ist noch was Neues. Ich mache das dann mit Punktsystem und zwar so ein Punktsystem, dass du die Punkte nicht in die Hand, nicht als Items kriegst, sondern so, man kann das so machen, dass es oben, warte mal, ich zeig dir das mal eben kurz. Schon relativ spät, fällt mir gerade auf. Ja. So, warte, mach mal Tab. Siehst du da die Zahl? Und dann werde das so machen, dass man die Punkte, die man gekriegt hat, da sieht. Und dass man beim Abschließen einer Challenge entsprechend die Punkte da kriegt, aber die Punkte nicht zweimal kriegen kann und so. Okay, also warum? Ups. Warum? Warum? Von denen 0. Weil ich den Score nicht habe bei mir. Ich den nur auf dich gesetzt habe. Die Zeit, jede Sekunde wird einmal hochgezählt. Das ist ganz witzig. Das theoretisch kann ein Spieler Kann ich als. schlagen? Kann ich schlagen? Ja, kann man. Das Wieso? hättest du nicht machen dürfen. Jetzt ja, richtig. Ich hab's nur getestet. Das war ein. War nur zum Testzwecken. Ich muss es auch nochmal testen. Scheiße. Das auch nochmal testen. Bams. Ach, schön. Ich kann noch 2 Minuten. Ach, Leute. ich glaube, ich mache jetzt fange jetzt mal mit einfach an. Moment. Mach mal einfach. Also nicht einfach, Aber sondern ein normaler einfach. normal. Ach ja, So, jetzt wollen wir geschafft. dann Nee, scheiße. Ah! Scheiße, ich hing an der Leiter von normal dran. Was hast du denn? Was hast du vor? Was hast du jetzt vor? Geschafft. Ich bin bei. Ich hab einfach Mittel geschafft. Guck mal, ich bin hier. Bist du unten? Im Häuschen. Ach, das geht Vom ja auch Weißen. noch. Guck mal, ich bin hier im Häuschen vom Weißen.
Und ich finde das eigentlich irgendwie kein so richtiges Cheaten, weil du hättest ja die ganzen Sprünge, um hierher zu kommen, eigentlich auch machen müssen da oben, ne? Wo ich bin hier. Was? Ich bin jetzt hier im weißen Häuschen. Mein Ende von weiß, guck mal hier. Hallo. Mach mal, kannst du ja creative Hä, machen. wie bist du da denn gelandet? Nee. Ich hab das gar nicht mehr aufgemacht. Doch, das hast du aufgemacht. Das hast du noch gemacht. Ja, mach Was? mal. Dann, aber hast du die Challenge geschafft? Wie? Ja, dann musst du noch machen hier, oder nicht? Ich bin doch hier. Wenn du den Reaver holst, dann ist die Level fertig und dann bist du quasi durch mit dem Level. Ja, okay, da bin ich durch mit dem Level, ist mir egal. Aber ich bin hier. Soll ich dir noch zeigen, wie ich es gemacht habe? Ja, bist du oben hier runtergesprungen. Ja, und zwar habe ich das hier so gemacht. Ich habe mich hier hingestellt. Bin hier runter, bisschen so. Dann hier. Ne, das habe ich jetzt gerade nicht geklappt. Hat nicht geklappt, das ist schrecklich. Dieser Vorführeffekt. Unlogisch das aussehen. Das ist völlig scheiße. Okay, Bug gefunden. Ist okay. Minecraft. Das kannst du übrigens verhindern, die wir einfach da. Oh, warte mal, ich mach's jetzt mach's mal eben. Hast du diesen Reward gekrallt? Ja, dann habe ich mir jetzt genommen. Wenn du das so machst, dann ist das nicht mehr möglich. Nun gut, also hast du aufgegeben, schwer schaffst du nicht. Ich mir werde schwer. Jetzt in diesem Zustand, zu dieser Zeit, schaffe ich es schwer nicht, richtig. Du kannst gerne morgen nochmal versuchen, ich weiß nicht, was du mit Reaver machen wollen, machen, dass du alten Müll weglässt, oder? Einfach das uns Also hat, oder was hast du? eigentlich wäre es ja unpraktisch, wenn ich mir den V-Word überhaupt nehme, weil dann musst du immer dann, bevor wir die Map releasen, hätten wir jetzt einmal so ein Backup machen müssen, damit du nicht die ganzen Kisten neu befüllen musst. Ja, das muss ich sowieso noch machen. Ja, Du hast die so. ganzen Bücher nämlich und so aufgenommen. Ja, stimmt, die muss ich auch noch wieder reintun. Ja, hast du Reload jetzt genommen? Ja, den habe ich genommen. Also ist das jetzt dein. Ja, die zwei Was Redstone, ist, wenn du zwei jetzt, Eisen. also wenn du jetzt aber schwer machst, dann darfst du nur noch zwei Eisen und zwei Glowstone Dust haben. Ja, meinetwegen. Weil sonst ist ja irgendwie doof, ne? Dass du zweimal für die gleiche Arbeit Reload bekommst. Ja, ich verstehe, was du meinst. Oh, wir haben schon jetzt gleich eine Stunde aufgenommen, ernsthaft. Eine Stunde für eine ein Level, ist doch gut. Ist nicht gut. Aber Vor allem nicht es. das Erste. Naja, aber du hast machst ja jede in einfach, mittel und schwer, deshalb. Ja, aber das einfach von Level 100 wird schwerer werden als das einfach von Level 1. Ja, okay, das ist schon klar, aber ja, mal gucken. Also Ich habe Level 2 bis 8 auf ich mach dir, glaube Anschlag. ich, eine Challenge in Mainz, zumindest rein überextrem. Level 2 wird eine Achterbahn-Challenge. Oh, das wird interessant. Freue mich drauf. Erinnerst du dich noch, als ich diese Adventure gebaut habe, als meine Festplatte dann abgeschmiert ist, wo der eine Level überextrem? Ja. Ja? Freust du dich schon auf sowas? Also die Challenge, die war echt sowas von schwer, das hat man kaum hingekriegt. Das war wirklich schon so Adventure Map Gott sei. War so richtig. Gut. Dann hoffe ich mal, dass mit der Aufnahme alles vernünftig hingehauen hat. Dass die Qualität gut war und ist. Und ja, weiß ich nicht. Werde ich gleich sehen. Sagst du auch noch Tschüss? Ja, natürlich sage ich auch noch Tschüss. Ja, Okay, ich gut. wünsche dir noch einen schönen Tag und mach's gut, Leute. Tschüss. Ja, tschüss.